Die kluge Bauerntochter. Es lebte einmal ein Bauer mit seiner einzigen Tochter. Sie waren so arm, dass sie nur ein kleines Häuschen besaßen. Darum sagte eines Tages das Mädchen: Vater, lass uns den König um ein Stückchen Ackerland bitten. Ja, du hast recht, mein Kind. Ich will gleich zu ihm gehen. Als der König von ihrer Armut hörte, schenkte er ihnen wirklich ein kleines Stückchen Land. Fleißig gingen sie nun an die Arbeit und begannen es umzugraben, um Korn zu säen und etwas Gemüse darauf anzubauen. Da fanden sie in der Erde einen Mörser, der aus purem Golde war. Und der Bauer sagte: Da der König so gnädig war und uns diesen Acker schenkte, gehört der Mörser, den wir in der Erde gefunden haben, ihm. Und darum will ich ihn gleich dem König bringen. Die Tochter war damit nicht einverstanden und erwiderte: Vater, was nützt ein Mörser ohne Stößer? Und den haben wir nicht gefunden. Wenn wir dem König jetzt den Mörser allein bringen, denkt er womöglich, dass wir den goldenen Stößer behalten haben. Und dann könnte daraus noch ein Unglück für uns entstehen. Also lass es darum lieber. Der Vater, der ein ehrlicher Mann war, blieb aber bei seiner Meinung. Er brachte den Mörser zum König und sagte: Gnädigster Herr König, ihr habt uns zwar das Stückchen Land geschenkt, aber ich glaube, was ich in der Erde finde, gehört darum nicht mir. So bringe ich euch heute auch diesen goldenen Mörser, den ich beim Umgraben auf meinem Land gefunden habe. Wollt ihr ihn als Zeichen unserer Verehrung annehmen? Nun ja, das ist schön von euch beiden. Aber warum hast du den dazugehörigen Stößer nicht auch mitgebracht? Ich habe nur diesen Mörser in der Erde gefunden, Herr König. Ein Stößer war nicht dabei. Das soll ich dir glauben? Den goldenen Stößer hast du sicher für dich selbst behalten, um ihn für einen Haufen Geld zu verkaufen. Ist das nicht ein Betrug an deinem König? Oh, glaubt es mir, Herr König. Ich habe ihn nicht. Ich spreche die Wahrheit. Sei still. Wenn du mir den Stößer nicht zur Stelle schaffst, lass ich dich ins Gefängnis werfen. Und so geschah es auch. Als der Bauer nun im Kerker bei Wasser und Brot eingesperrt saß, überschüttete er sich mit Selbstvorwürfen. Fortwährend rief er: Ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört. Hätte ich doch auf sie gehört. Sie war klüger als ich. Sie wusste, dass der König einen Bauern nie für so anständig und ehrlich halten würde, um seinen Worten Glauben zu schenken. Ach, hätte ich meiner Tochter nur geglaubt. Hätte ich ihr nur geglaubt. Dieses Gejammer kam auch dem König zu Ohren. Und er ließ den Bauern vor sich bringen. Was hat deine Tochter da zu dir gesagt? Wiederhole es mir. Sie hat genau das vorausgesehen, was jetzt passiert ist, Herr König. Dass ihr meinen Worten keinen Glauben schenken würdet. Dass ich besser daran getan hätte, euch jenen halben Pfund einfach zu verschweigen. So, so. Nun, wenn es stimmt, dass du wirklich nur den Mörser gefunden hast und sie hat dir diesen Rat gegeben, dann ist deine Tochter in der Tat ein kluges Mädchen. Ich will sie sehen. Und die Bauerntochter musste sofort vor dem König erscheinen. Da sagte dieser zu ihr: Ich will dir jetzt ein Rätsel aufgeben. Und wenn du so klug bist, es zu lösen, sollst du meine Frau werden. Ich will es versuchen, Herr König. Nun, so komm morgen wieder zu mir aufs Schloss. Nicht gekleidet und nicht nackend. Nicht geritten und nicht gefahren. Nicht auf dem Weg und nicht außerhalb des Weges. Und wenn du das kannst, will ich dich sofort heiraten. Sie ging nach Hause und dachte nach. Dieses Rätsel muss doch zu lösen sein. Wenn ich nicht gekleidet sein soll, darf ich keine Kleider anhaben. Wenn ich nicht nackend sein soll, muss ich doch wenigstens irgendetwas um mich herum haben. Was könnte denn das sein? Sie grübelte die ganze Nacht und am Morgen hatte sie die Lösung gefunden. Noch vor Sonnenaufgang ging sie in ein Fischerdorf und borgte sich ein großes Netz. Dann lieh sie sich bei einem Bauern einen Esel.
Zu Hause zog sie sich aus, wickelte das Fischernetz ein paar Mal um sich und band es dann dem Esel an den Schwanz. So ließ sie sich, halb sitzend, halb liegend, von dem Esel im ausgefahrenen Gleise eines Landweges zum König schleppen, wobei sie nur mit der großen Zehe des einen Fußes die Erde berührte. Das war nun weder auf dem Weg noch außerhalb des Weges, nicht gefahren und nicht geritten, auch war sie weder nackend noch angekleidet. Als der König sie so ankommen sah, staunte er nicht schlecht. Er lachte und sprach: Das ist allerdings eine Lösung des Rätsels. Du bist wirklich ein kluges Mädchen. Bleib hier auf dem Schloss und werde meine Frau. Du wirst das königliche Gut mit Verstand verwalten können. Und dein Vater möge mir verzeihen, dass ich ihm nicht glaubte. Jahre waren vergangen und die Bauerntochter war eine vom Volk sehr geliebte Königin geworden. Eines Tages hielt der König auf dem großen Schlossplatz Parade ab. Es geschah, dass dort auch viele Bauern, die Holz verkauft hatten, mit ihren Pferde- und Ochsengespannen zusammengekommen waren. Ein Bauer hatte 3 Pferde, und das eine von ihnen bekam gerade jetzt ein Fohlen. Als es schon auf den Beinen stand und die ersten Schritte zu machen begann, entfernte es sich ein wenig von der Mutter und legte sich zwischen 2 Ochsen nieder. Der Bauer nun, dem diese gehörten, war ein Schlaukopf und tat auf einmal so, als wäre auch das Fohlen seins. Als nun dessen rechtmäßiger Besitzer wegfahren wollte und das Fohlen zwischen den Ochsen fand, sagte der andere Bauer frech: Halt, halt! Was fällt dir ein, mein Fohlen mitnehmen zu wollen? Was heißt hier dein Fohlen? Bist du von Sinnen? Meine Stute hat es eben geboren. Du hast doch überhaupt keine Pferde. Aber du siehst doch, dass es zwischen meinen Ochsen liegt. Das hat doch gar nichts zu sagen. Es ist eben dorthin gelaufen. Darum gib mir mein Fohlen auf der Stelle zurück. Versuch nur, es anzurühren und du wirst meine Fäuste kennenlernen. In dem Augenblick kam gerade der König vorbei und hörte den Streit. Aber was ist da für ein Lärm? Gehört sich so etwas auf dem Paradeplatz? Ich lasse die Störenfriede gleich ins Gefängnis werfen. Gebt sofort Ruhe, Männer! Herr König, der Schufter hat mein Fohlen weggelockt und behauptet nun, es gehöre ihm! Verleumdung, mein gnädigster Herr König! Schaut doch her und entscheidet selbst, als kluger und gerechter Herrscher. Würde das Fohlen hier so friedlich zwischen meinen Ochsen liegen, wenn es nicht zu ihnen gehörte? Ja, ja, das leuchtet ein. Wo das Fohlen liegt, da gehört es auch hin. Winkte der König eilig ab und eilte weiter, um die Parade abzuhalten. Der betrogene Bauer begann nun, um sein schönes Fohlen zu weinen und zu jammern. Da rieten ihm Nachbarn, zur Königin zu gehen. Sie stamme selbst von armen Bauersleuten ab und sei darum sehr gnädig. Sie würde ihm sicher helfen. Als nun der Bauer im Schloss vor ihr stand, verneigte er sich tief und sagte: Frau Königin, ich habe einen großen Kummer. Man nahm mir eben mein schönes Fohlen, das meine Stute gerade auf dem Paradeplatz geboren hatte. Ich war so froh über das kräftige und muntere Pferdchen, dass ich zu einem Nachbarn lief, um ihm die freudige Nachricht zu erzählen. Inzwischen aber hatte sich das dumme kleine Ding von seiner Mutter abgesondert und sich 2 Ochsen zugesellt. Wie ich nun wiederkomme, finde ich es dort. Und nun behauptet der Ochsenbauer frech, das Fohlen wäre seins. Und der Herr König gibt ihm sogar recht. Frau Königin, was soll ein armer Mann wie ich nun tun? Dein Kummer geht mir nahe, Bauer. Indes, mit Rat und Tat kann ich dir nicht helfen. So lass dir genügen an dem, was ich dir jetzt sage. Besorge dir morgen ein großes Fischernetz, stell dich dann mitten auf die Straße, durch die der König von der Wachtparade ins Schloss zurückkehrt, und gib vor, zu fischen. Schüttle das Netz, wirf es aus, tu so, als ob es voll wäre, freue dich über die angeblichen Fische. Und du wirst sehen, der König wird stehen bleiben und dich fragen, was du da Verrücktes treibst. Und die Königin sagte dem Bauern auch, was für eine Antwort er geben solle. Er dürfe jedoch nicht verraten, dass sie es gewesen sei, die ihn so beraten habe. Musik
Am nächsten Morgen stand der Bauer wirklich mitten auf der Straße und tat so, als ob er fische. Und der König kam mit seiner Begleitung von der Parade an ihm vorbei, blickte ihn an und rief: Das ist ja der zänkische Bauer von gestern. Hey, sag, bist du närrisch geworden, Mann? Was tust du da? Ich fische, Herr König. Wie kannst du fischen, wo kein Wasser ist? So gut wie zwei Ochsen ein Fohlen bekommen können, so gut kann ich auch auf einem trockenen Platz fischen. Sollte ich gestern vorschnell geurteilt haben? Möglich wär's. Aber solch eine kluge Antwort, wie der Bauer sie eben gab, kann er sich wohl kaum selbst ausgedacht haben. Hey, sprich, die Antwort hast du doch nicht von dir selbst. Oh, doch, mein König, doch. Lüg mich nicht an. Wer hat dir geraten, so etwas zu sagen? Gott bewahr, Herr König, fragt mich nicht weiter. Es gibt also doch jemanden, von dem du es hast. Wer ist es? Heraus mit der Sprache! Ich kann's nicht sagen, Herr König. Das wollen wir sehen. Da ließ ihn der König so lange prügeln, bis der Bauer gestand, dass die gute Königin ihm geraten habe, so zu sprechen. Der König kam nach Hause und sagte wütend zu seiner Frau: Warum bist du so falsch? Du hältst ja mehr zu einem Bauern als zu mir. So eine Frau will ich nicht. Darum geh wieder hin, woher du kommst. Deine Zeit als Königin ist um. Das macht mich sehr traurig, mein Liebster. Nie tat ich etwas, das dir hätte schaden können. Ich habe immer nur den einen Wunsch gehabt, dass unser Volk dich für einen gerechten König hält, über den sich nie jemand zu beklagen hat. Aber wenn du anderer Meinung über mich bist, soll geschehen, was du wünschst. Ich gehe in mein kleines Bauernhaus zurück und werde dort wieder das Leben einer armen Frau führen wie zuvor. Nun, nun, ganz arm sollst du mich nicht verlassen. Das Liebste und das Beste, was du hier hast, darfst du mit dir nehmen. Da kam der Königin ein Gedanke, der sie ihre Traurigkeit vergessen ließ. Und sie sagte: Ich danke dir, mein Gemahl. So lass uns dann auch gleich einander Lebewohl sagen, wozu es unnötig hinauszögern. Doch vorher lass uns noch einen Becher Wein trinken. Ich habe nichts dagegen. Die Königin ging und kehrte gleich mit einem großen Becher wieder. Sie nippte kurz daran und reichte ihn dann dem König. Nimm, mein Gemahl, und trink. Der Wein schmeckt köstlich. Wahrhaftig. Es fällt schwer, einen Becher mit solch einem Tropfen vom Mund abzusetzen. So trink ihn aus, mein Gemahl. Wohlan denn? Oh. Als der Becher leer war, fiel der König in einen tiefen Schlaf. Denn die Königin hatte ein starkes Schlafpulver in den Wein geschüttet. Jetzt ließ sie ihren Mann in eine Decke hüllen und ihn in ihr Bauernhäuschen bringen. Am nächsten Morgen, als der König erwachte, blickte er erstaunt um sich und rief: Wo bin ich hier? Und wo sind meine Diener? Ich bin jetzt eure einzige Dienerin, erwiderte die Königin, die lächelnd an sein Bett getreten war. Der König schaute sie voll Erstaunen an und begriff ihre Worte nicht. Ja, so ist es. Ihr habt mir doch erlaubt, das Liebste und das Beste, was ich habe, aus dem Schlosse mitzunehmen. Nun hatte ich nichts Lieberes und Besseres als dich. Und so bist du jetzt hier. Dem König traten Tränen in die Augen. So gerührt war er. Und er sprach zu seiner Frau: Wie konnte ich nur so lieblos handeln? Und welch ein Dummkopf bin ich doch gewesen. Komm jetzt zurück mit mir aufs königliche Schloss. Und ich verspreche dir, wir werden uns nie, nie mehr voneinander trennen.